Hallo, hier ist Muho aus Osaka. Es geht weiter mit der Frage Nummer 15 von den 120 Fragen aus dem Zen in Shingi, einer alten chinesischen Klosterregelsammlung. Und diese Frage lautet: Drückst du aus, was Worte nicht auszudrücken vermögen? Auch hier möchte ich euch das Original zeigen. Ich weiß nicht, ob man das sehen kann. Ne? Ich könnte es auch näher an die Kamera halten, aber dann wird es unscharf. Ne? Das Problem ist, das hat keine automatische Schärferegulierung. Ne? Was hier steht, die ersten beiden Schriftzeichen, das liest man Gongo. Oder im modernen Japanisch würde man es Gengo lesen. Das bedeutet Worte oder Sprache. Gongo ist die Sprache, die Worte. Do ist das Zeichen, das Weg bedeuten kann. Es wird auch verwendet, um das indische Wort Bodhi zu übersetzen. Im Chinesischen spricht man es Dao aus. Es hat allerdings auch noch eine dritte Bedeutung, nämlich sprechen. Etwas verbal ausdrücken. Deshalb steht ja am Anfang des Dao De Jing, sagt man glaube ich auf Chinesisch, oder früher sagten auch viele Tao De Ging, Tao Te Ging. Da steht am Anfang: Der Weg, der sich in Worten ausdrücken lässt, ist nicht der eigentliche Weg. Wenn man sich aber das Chinesische anguckt, da steht: Der Weg, der ein Weg ist, ist nicht der eigentliche Weg. Und so könnte man das wahrscheinlich auch übersetzen. Ne? Der Weg, der ein Weg ist, ist nicht der eigentliche Weg. Aber das Zweite, ne? Ein Weg sein, der Weg, der ein Weg ist, das Zweite, Weg ist, bedeutet oder kann man verstehen, kann man interpretieren und dadurch wird es einfacher zu verstehen, als sich aussprechen lassen. Der Weg, der sich aussprechen lässt, der sich in Worte fassen lässt, ist nicht der eigentliche Weg. Also in diesem Fall ist diese dritte Bedeutung vermutlich gemeint, ne? Sich aussprechen lassen. Und dann das vierte Zeichen, das ist auch das dann von dem Oji Saidan Roshi, einem Rinzai Roshi, der früher im Hokoji war, ne? Und der auch einige deutsche Schüler hatte. Ne? Dann bedeutet abschneiden, abschneiden. Das heißt, Do dann bedeutet, dass das Sprechen zum Ende kommt, zum Schweigen kommen. Es lässt sich nicht in Worte fassen. Ne? Und am Ende, wie immer, das die Frage, ne? Inaya oder nicht. Gongo Do dann Nali, ja Inaya, würde man das auf Altjapanisch lesen. Ne? Und die ersten vier Schriftzeichen, Gongo Dodan, die verwendet man auch heute noch in Japan. Gongo Dodan ist ein Ausdruck, den wahrscheinlich die allermeisten Japaner kennen. Zum Beispiel, da ist die noch nicht volljährige Tochter, oder es kann auch ein Sohn sein, der seine Eltern fragt, ob er heute mal außerhalb übernachten kann. In Deutschland ginge das wahrscheinlich. Klar, du schläfst bei deinen Freunden, kein Problem. In Japan würde es mich nicht überraschen, wenn die Eltern dann sagen, Gongo Dodan. Das kommt gar nicht in Frage. Da müssen wir gar nicht drüber diskutieren. Jedes Wort wäre eigentlich zu schade. Ne? Da erübrigt sich die Diskussion. Also Gongo Dodan bedeutet in dem Fall, da gibt's eigentlich nichts zu sagen, keine Worte für. Ne? Ich verstehe gar nicht, warum du überhaupt die Frage stellst. Um Gottes Willen, du bist doch noch nicht volljährig. Ne? So wird dieser Ausdruck heute in Japan verwendet. Ne? Gongo Dodan. Da kann man eigentlich gar nichts zu sagen. Und in dieser Frage vielleicht ein bisschen eine andere Nuance. Ne?
Also, was mit der Frage gemeint ist, ist ja genau das, glaube ich, was ich versuche mit der deutschen Übersetzung rüberzubringen, ne? Es gibt etwas, was sich nicht in Worte fassen lässt. Hast du diese eine Sache? Verstehst du diese Sache? Verstehst du das, was sich nicht mit Worten ausdrücken lässt? Und drückst du sie auch aus? Bei vielen Koans, ne, im Doksan-Raum geht es genau da, um das, ne? Das auszudrücken, das zu transportieren, nicht darüber zu sprechen. Nicht darüber zu sprechen, zu diskutieren, warum Avalokiteshvara, der Bodhisattva, unter Umständen 10.000 Arme haben könnte. Ja, warum? Um den leidenden Wesen damit zu helfen. Ja, vermutlich ist das der Grund. Aber, na, das sind Worte. Wie drückst du das aus ohne Worte? Wie drückst du das aus nicht nur im Doksan-Raum, sondern in der Küche? Beim Saubermachen, beim Spielen mit den Kindern, bei der Arbeit. Und ich glaube, vielen von uns geht es oft so, dass wir natürlich verstehen, worum es geht, aber dann eben doch wieder einfach nur drüber reden. Über den Dharma reden, anstatt ihn zu manifestieren, über Buddha zu reden, über Avalokiteshvara zu reden, anstatt wie Buddha zu sitzen, wie Avalokiteshvara zu leben und in dieser vergänglichen Welt zu spielen, indem wir anderen Menschen, anderen Wesen helfen. Gongo Dodan Nali Ya Inaya. Lebst du jenseits der Worte, ne? Oder ja, gelingt es dir von der Karte runterzukommen? Denn die Karte, wir hätten die Karte nicht ohne Worte, ne? Die Karte wird ja gezeichnet mit Worten und Begriffen. Siehst du die Landschaft? Siehst du die Landschaft? Oder guckst du nur auf die Karte? Diskutierst du über die Karte, ne? Welcher von uns hat die richtige Karte? Welche Karte gibt die Landschaft am genauesten wieder? Und keiner von uns, der sich an dieser Diskussion beteiligt, sieht in Wirklichkeit die Landschaft, ne? Okay, heute mal ein bisschen kürzeres Video, aber nicht jede dieser Fragen muss ja 12 Minuten lang beschwurbelt werden, ne? Und dann oft 3, 4 Mal hintereinander. Drückst du das aus, was Worte nicht auszudrücken vermögen? Und wie machst du das? Nicht nur im Doksan-Raum, sondern auch im Alltag, ne? Danke fürs Zugucken. Danke für eure Kommentare. Wir sehen uns wieder. Tschüss.